Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Fallen die Aktien und steigt der Bitcoin? Das schauen wir uns heute an. Viel Spaß beim Schauen. Zunächst natürlich einmal der Blick auf den Bitcoin-Chart. Du siehst bei Aufnahme des Videos am Vorabend gegen 22 Uhr, dass dieser ungefähr bei 29.170 Dollar steht. Das Ganze ist hier ein wenig zurückgegangen. Wenn wir uns mal den Chart hier auf 24 Stunden anschauen, dann haben wir heute auf jeden Fall ein paar Dollar verloren. Wir waren hier leicht über den 30.000, sind jetzt wieder an den 29.000 hochgeklettert. Das Ganze also erst einmal noch völlig in Ordnung. Wir schauen uns natürlich mal hier das Ganze genauer an. Zuvor der Blick auf den Fear and Greed Index. Du siehst auch hier das Ganze im neutralen Bereich. Ich könnte mir vorstellen, bei Erscheinen des Videos, dass wir hier ein wenig runtergerutscht sind. Das Ganze ist selbstverständlich, denn aktuell ist der Markt mal wieder ziemlich durchwachsen. Gerade wenn man auf die Aktien schaut, da sieht das Ganze nicht unbedingt so rosig aus. Klar, es gibt viele Quartalszahlen. Die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Aber der DAX hat negativ abgeschlossen, weil natürlich in den USA der Dow Jones auch ein wenig abgerutscht ist. Ob das Ganze gut oder schlecht ist, das muss natürlich jeder selbst beurteilen, denn das Ganze ist wie immer weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas. Aber die ersten Nachrichtenportale zerreißen sich natürlich die Münder und stellen sich die Frage, ob uns der nächste Crash wie zum Beispiel 2011 jetzt hier erreichen wird oder ob das Ganze einfach nur eine kleine Korrektur ist. Meine Meinung gibt es natürlich am Ende des Videos. Deine darfst du mir selbstverständlich gerne in den Kommentaren da lassen. Da freue ich mich, aber natürlich auch der Algorithmus. Wir schauen aber noch einmal rüber zu dem Worldcoin. Das Ganze ist aktuell in aller Munde. Die einen sind sehr begeistert, die anderen sind ein wenig skeptisch. Wenn du das Projekt nochmal von mir vorgestellt bekommen haben möchtest und nicht nur News dazu haben möchtest, dann lass es mich gern wissen, dann kommt natürlich auch gerne hierzu ein Video. Aber es haben jetzt mehrere Länder ganz große Bedenken und haben hier Ermittlungen wegen Datenschutzproblemen angefangen, unter anderem Großbritannien, Frankreich, aber auch Deutschland. Und zwar hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hier das Projekt aktuell kritisch bewertet, denn es gibt hier Probleme mit dem Iris-Scan. Das Ganze ist wohl eine Datenkrake. Ob dem so ist, wie sich das Ganze dann herausstellt und so weiter, das müssen wir erst einmal abwarten. Es ist natürlich sehr riskant, deine Iris da bekannt zu geben, denn theoretisch kann das Ganze dann irgendwie als Identitätsdiebstahl missbraucht werden. Ob das Ganze dann am Ende passiert oder nicht, das können wir aktuell natürlich nicht sagen. Wenn wir mal rüber wechseln und zu Apple schauen mit Apple Vision, die möchten ja auch mit dem Auge die Apple Brille entsperren. Somit, es ist definitiv die Zukunft. Ob das jetzt so datentechnisch wirklich schlimm ist und sie eine Datenkrake sind und das Ganze irgendwie verkaufen oder sonst irgendwas, wie gesagt, das müssen wir einfach mal beobachten. Und dann unser Problemkind Binance. Ich weiß, viele von euch behaupten, das Ding ist zu groß, um zu fallen. Da wird nichts passieren. Es ist alles wunderschön. Da bin ich, wie gesagt, ein wenig skeptisch. Aktuell gibt es wieder verschiedene Vorwürfe, wie zum Beispiel aktuell dementiert Binance, dass sie in China weitergehandelt haben, obwohl in China ja der Handel damit verboten wäre. Es gibt ja immer wieder mal irgendwelche Gerüchte, dass Binance mit der chinesischen Regierung zu tun hat. Auf jeden Fall wurde denen jetzt unterstellt, dass sie 90 Milliarden trotzdem umgesetzt haben, obwohl es eben verboten war. Sie haben Stellung dazu genommen, haben gesagt, falls irgendwelche Mitarbeiter gegen interne Regulierungen verstoßen haben, dann werden sie da auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen. Du merkst also, sie weichen mal wieder aus. Dann gibt es Gerüchte bzw. hohe Wahrscheinlichkeiten, dass Binance US geschlossen wird, aber auch hier möchte Binance keine Stellung beziehen. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es hier aktuell bergab geht, haben sie zum 1. August ihre Handelsdienste in Japan freigeschaltet und somit kann man Binance jetzt auch in Japan nutzen. Du siehst also eher negative News, es gibt auch eine positive News, vielleicht möchten sie dann den amerikanischen Markt mit Japan ausgleichen. Ich weiß es nicht, es ist aber aktuell wirklich kompliziert und wir wissen nicht, was am Ende mit Binance passieren wird. Werden sie verklagt, werden sie große Zahlungen tätigen müssen und dann insolvent gehen? Werden die sich hier irgendwie stemmen und das Ganze läuft weiter? Das Ganze bleibt abzuwarten. Deine Meinung wie immer gerne in die Kommentare, weil bei Binance bin ich mir aktuell wirklich unsicher. Haltet dort dementsprechend auch keine Währungen und auch kein Geld, weil ich da einfach zu großes Risiko in dem Ganzen sehe. Und zum Abschluss noch einmal News, und zwar geht es hier mal wieder um MicroStrategy. Und zwar möchten sie jetzt Aktien in Wert von 750 Millionen US-Dollar verkaufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, für was brauchen die das Geld? Haben die im Gefühl,
dass jetzt die Krise kommt, dass es jetzt wirklich an den Börsen crashen wird, wie 2011 oder auch 2008? Oder möchten sie einfach noch mehr Bitcoin kaufen, weil sie wissen, dass es bergauf gehen wird? Da ist sich aktuell die Community aktuell ziemlich uneinig, wie dem auf jeden Fall auch sei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Geld in Bitcoin reinpulvern werden, weil sie natürlich mehr Bitcoin haben möchten. Ob am Ende des Tages die Aktien verkauft worden sind, weil sie einfach nur Geld gebraucht haben für Bitcoin oder weil sie da ein bisschen was vorgeahnt haben, vielleicht auch gewusst haben, weil sie haben natürlich auch einen großen Einfluss, dann ist das Ganze natürlich hier doch sehr interessant. Aktuell musst du also, wie gesagt, die Aktien, aber auch den Bitcoin im Auge behalten und ich hoffe, die kleinen, kurzen, kompakten News haben dir gefallen. Falls ja, gerne einen Kommentar und ein Like dalassen. Falls dir irgendwas nicht gefallen hat, auch gerne konstruktive Kritik dalassen und wir sehen uns dann natürlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fact.